ja, ja. Ui. Also heißt Standgas etwas höher setzen. Das ist gar kein Problem bei dem Standgas. Aber da kam Bums vorn drauf. Mit muss ja auch passiert sein, weil er fährt ja auch. Aber Bremsen war da ein bisschen knapp, ne? Hörst du das? Irgendwas ist da mit Stern und so ein Scheiß. Stimmt, oder? Immer Sterne in den Liedern. Wo kommt die Scheiße überhaupt her? Der Michi kommt doch. Ja, und jetzt? Der will was mit Sternen. Kriegt der Sterne. Hier, Mercedes. Lichtschild? Ach nee, ach so, Mercedes? Schenk mir einen Stern, denn den hätte ich so gern. Hallo. Hey. Hi. Hi, Michi. Schon Michi. Hier. Hi. Was können wir tun? Im wahren Leben Michael, hä? Ja, ich suche ein Auto. Das suchen die meisten, ja, wenn sie reinkommen. So, was suchst du denn? Ich suche einen Mercedes aus den 60er, 70er Jahren. Wie kommst du zu so einem Auto? Die haben einfach was neue Autos nicht haben. Wie kommt ein 18-Jähriger darauf, ein Auto, ein Oldtimer zu haben? Mein erstes Auto war ein Strich 8, Baujahr 71. Warte mal, dein erstes Auto, du bist 18 Jahre, wie lange fährst du schon Auto? Ein Dreivierteljahr bin ich den gefahren. Aber der war Kernschrott und ich habe zwar neue Bleche eingeschweißt und einen neuen Motor eingebaut. Handwerklich bist du begabt? Ein bisschen. Okay, wie viel Kohle hast du denn zur Verfügung? Ja, maximal 8. Das ist auch irgendwie cool. Ja. Also stell dich schon mal auf Eigenleistung ein. Ja, klar. Bei dem Budget muss man das auch. Also sollte man das voraussetzen können. Guck mal hier, jetzt haut er hier einen nach dem anderen raus. Das wird eine Nachkömmling, das wird mal ein PS-Profi, sag ich dir. Pass mal, wir machen das jetzt so, da du ja so affin bist, was handwerkliche Begabung ist, angeht, guck dich mal hier um und wir gehen mal recherchieren. Ja. Alles klar, danke. Mach nichts kaputt. Bis gleich, wir suchen mal ein bisschen. Hauen Sie rein. Dankeschön. Michael ist für mich eine total coole Sau, so ein Wunschsohn. Wenn ich mir ein Kind vorstelle, dann sollte er genauso sein. SLC suche ich ihm raus. Wollte er haben, kriegt er auch. SLC 350er, schon mal V8 Maschine, finde ich ganz cool. Geilerer Sound. Für 8.950. Farbe ist schwierig, Innenraumfarbe ist ebenfalls schwierig. Steht bei Atlantic Automobil in Bergheim. Sagen, der ist auf jeden Fall im Rennen. Schreibt dazu, sehr schönes und sehr sauberes Auto. Also ein sehr schönes und sehr sauberes für 8.950 ist für mich ein Ritt dahin wert. Ich konter mit einem W121-190D Ponton aus 1960. Ja, der kostet 8,9. Also der kann was oder kann auch nichts. Also wie spricht man es eigentlich aus? Ponton. Also ich kenne Pompons. Ponton. Der W121 heißt Poton. Ponton. Oder Ponton. Ja, das sind Ponton. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier einen W108. Geile Außenfarbe, geile Innenfarbe. Alles cool, wirklich. Deswegen, so W108 soll uns auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Pass auf, dann machen wir das so. Ja. Du schwingst hier auf den Bock und guckst dir den SLC an. Ja. Und ich check mal, was Michi so kann. Ich puff mal seine Skills. Michi, komm mal her. Ich kann mir das Elend hier nie angucken. Komm. Du bist 18 Jahre alt, möchtest einen Oldtimer, ne? Ja. Das heißt, du musst auch handwerklich begabt sein. Punkte das schön an. Ich muss mal gucken, wie ich anfertig bin. Okay. Die Werkbank brennt! Ja, das für ein Geräusch? Mist war das. Alter Schwede!
Wir haben noch vom Pumpen geredet. Ja. Ich dachte, du wolltest das durchgepumpt haben. Dass du das verziehst, ist doch normal bei so dünnem Blech. Jetzt gib nicht wieder hier, weißt du, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann ist die Baumwollbuchse. Ja, ja. Micha? Gar nicht so schlecht. Ich meine, man geht ja davon aus, dass so ein 18-Jähriger ganz anders an so eine Sache rangeht. Und er war da so ziemlich zielstrebig und auch sehr selbstbewusst und hat das straight einfach mal bewältigt, die Aufgabe. Und ich fand, er hat das für die Erfahrung, die er haben kann, weil er ist ja jetzt 18, er kann ja nicht sagen, ich habe schon 5 Jahre auf dem Buckel, hat das wirklich gut gemacht. Wir sind jetzt bei einem ganz, ganz besonderen Mercedes. Mercedes musste reagieren, weil die BMW-Modelle, die CS-Modelle, waren sehr, sehr sportlich und sehr beliebt. Somit musste Mercedes reagieren. 71er Autosalon kam ein Auto auf die Welt. Und zwar der Kollege, Mercedes SLC. Das Image von so einem SLC ist wirklich schwierig, weil er ist einfach in dieser Assi-Liga, in dieser Zuhälter-Liga angesiedelt. Und das ist auch gut so, ne? Weil Kalle Grabowski braucht auch ein Auto. Da hat er eins. Hi, servus. Hallo. Jean-Pierre. Alfred. Hi, Alfred. Hallo. Ich gehe mal stark davon aus, du hast nicht so viel von diesen goldenen... Nee, ist der einzige. Ist der einzige. Was kannst du mir denn sagen über den Hobel? Hat lang gestanden, läuft aber. Geht optimistisch los. Braucht ein bisschen Liebe. Aber sonst kein schlechtes Auto. Brauchen wir nicht alle Liebe? Natürlich. Tür kaputt. Heute bei uns in der Sendung seht ihr, wie Michael 18 Jahre einen Mercedes-Oldtimer sucht. Ja, folgende Autos, klar, den Klassiker W108, den W121 Ponton und SLC 350, der muss dabei sein. Große Unfälle gehabt? Ich hab so nichts gesehen. Im Kofferraum, Motorraum sieht gut aus. Also vorne sagst du, alles in Ordnung. Ah, guck mal, Meister. Den Kofferraumdeckel hätte er auch mal nachduschen können, ne? Weil, guck mal, hier ist ja mal richtig Schattierung, ne? Da ist ein bisschen Schattierung. Das ist so, wie von Teil von der Sonnenbank kommt. Dieselbe Farbton ist das auch so. Ist ein bisschen sehr kreativ hier. Alte Sorte. Fährt aber noch, ne? Fährt noch. Ja, für halbe Miete. Oh. Haben wir eine dicke Welle im Lack. Aber wie gesagt, fährt noch. Und bremst. Das Allerwichtigste beim SLC ist, dass er fährt und bremst. Das darf man nicht vergessen. Ja? Wenn er nicht fährt und bremst, kann der Lude keine dicke Hose machen. Er fährt. Und bremsen tut er auch. Licht geht an. Licht geht an? Ja. Ich will einer das Mercedes-Logo schon klauen, du. Guck mal hier. Da ist er drin. Das ist ein Blechteil. Ein Blechteil hat eine gleichmäßige Oberfläche. Doch wenn ihr seht, dass hier so kleine Einschüsse sind oder so kleine Unebenheiten in so einem Endstück, könnt ihr davon ausgehen, dass es hier gespachtelt wurde. Danach wird es geschliffen. Doch wenn es dann lackiert wird und in den Ofen kommt und zum Trocknen kommt, fällt das meistens bei. Und dann entstehen diese kleinen Krater hier und auf die müsst ihr achten. Also was man direkt sieht, ist, dass keinen großen Bums, aber da kam ein Bums vorne drauf. Muss ja auch passiert sein, weil er fährt ja auch. Aber Bremsen war da ein bisschen knapp, ne? Bremsen war knapp. Bei Bremsen ist doch nicht so gut. Können wir ausprobieren. Wenn ich das hier sehe, sehe ich, dass die Korkdichtung oben am Ventildeckel undicht ist. Und zwar nach innen und nach außen. Das ist wirklich nicht so schön, weil die TÜV-Prüfer sehen das überhaupt nicht gerne, weil dann tröpfelt es fleißig auf dem Boden. Ich würde sagen, wenn ich das schon so sehe, muss der Wagen auf die Hebebühne, damit wir von unten gucken können, ob da nicht so ein paar Rostlöcher sind. So.
Der fährt. Der fährt. Der fährt, wollen wir mal sehen. Der, wie schon gesagt, der steht lange, ne? Okay, Motor läuft. Und er fährt. So, was haben wir hier? Ja, ich denke mal, der Blick hat sich schon gelohnt auf die Bühne. Differential undicht, nicht erschrecken, Leute, ist ganz typisch bei Mercedes, vor allem bei dem Baujahr. Kann man relativ schnell reparieren, macht fast jeder halb so wild. Abgasanlage hingegen sieht für mich sehr, sehr gut aus. So, mit hinten Bremse, das er steht schon lange, ne? Aber ja. Dieser TÜV machst du. Ja. Das heißt, Bremse wird auf jeden Fall überprüft. Neu, also die müssen neu. Die müssen neu, die hängen fest, denke ich mal. Ne? Ja. Aber wie gesagt, der fährt und bremst. Ja. Gut. So, da kam ein Bodenblech rein. Das ist aber auch nicht so schön reingemacht worden, obwohl das ein Original-Reparaturblech. Nee, war kein Reparaturblech. Oder doch? Nee, war es nicht. Ja, solche Teile entstehen dadurch, wenn sowas durchrostet. Dann kann man es einfach nicht mehr retten. Da muss komplett rausgeflext werden und das neue Teil reingesetzt werden. In der Regel wird das Ganze dann wirklich schön reingesetzt. Das ist jetzt wirklich nicht so schick geworden. Ne? Das ist nicht schick. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist einfach nicht so schick. Springt einen auch quasi an mit dem schicken Grauton. Dann ich will ja auch nichts verstecken. Nee, das finde ich auch gut und finde ich auch richtig. Ich finde auch gut, dass der Motorraum wirklich so ist, wie er ist, dass wirklich nichts versteckt wird, dass man auch alle Mängel sieht. Können wir im Preis ja gleich gucken, wo wir ja, da landen. Natürlich. Weil davon hängt es dann auch im Nachhinein ab. Okay, also wir fürs Protokoll. Undicht, vorne, hinten. Alles, was undicht sein kann. Reifen neu, TÜV machst du. Ja. Ich würde sagen, er schreit nach einer Probefahrt. Okay. Ob er wirklich fällt und bremst. Kein Problem. Auf geht's. Was ja wirklich schade ist, dass laut Statistik es nur 4000 SLCs geschafft haben zu überleben bis 2012. Mehr gibt's nicht mehr. Was ja auch ein gutes Potenzial hat für eine Wertsteigerung. Doch für ein wertsteigerndes Auto muss der Zustand schon ein bisschen besser sein als die, ich gebe ihm mal so eine 4+. Mehr kriegt er nämlich nicht hin, der SLC vom Alfred. Was aber wirklich geil ist, dass so ein 350er Motor als V8 mit 200 Päsen wirklich geil fährt. Da geht's richtig vorwärts, auch für das Baujahr. Hört mal. 80, 90, 100. Guck mal, ob er bremst. Bremst stattlich. Weil, wenn so ein Auto lange steht und gerade so ein Mercedes, da hängen auch gerne mal die Klötze fest, aber die gehen noch. Wie Alfred sagt, der fährt und bremst. Liter Tank. Das kostet schon was, wenn du den Hobel voll machst hier. 90 Liter sind 90 Liter. Aber vorne gehen auch 15 Liter Sprit in Rauch auf 100 Kilometer. Auch nicht so angenehm. Deswegen, das Portemonnaie muss stimmen, wenn man sich so ein Ding kauft. Nicht nur dicke Hose machen, muss auch eine dicke Hose sein. Alfred ist ja wirklich ein Herzblatt, ne? Unter uns Gebetsschwestern. 8.950 Euro will er haben für den Kollegen. Optimistisch, aber ich kenne die Jungs. Der denkt sich, da kommt ein Harry und gibt mir die 8.9. Ich nicht. Ich denke, außen, pfui, innen, akzeptabel. Und somit gehen wir mal mit einer ganz schlanken 6.500 Euro rein. Nicht erschrecken, Leute. Man muss tief stapeln bei solchen Alfreds, weil hier ist viel Arbeit drin. Deswegen, mehr als 6 noch was kriegt er nicht für den Hobel. Fährt und bremst. Aber sowas von, der fährt sogar richtig gut. So. So. Jetzt kommt der spannende Teil. 8000 Euro wolltest du haben, ne? Wollte ich. Hast du dran geschrieben? Hab ich dran. Ist ja auch. Ein Preis. Ist ein Preis. Man startet ja immer mit einem guten Willen. Genau. So. Aber komm, wir beiden Gebetsschwestern wissen ganz genau, der Kollege keine 3 ist. Nee, ist er ja auch nicht. Ist er auch nicht. Ist aber auch Preis nicht. Ist für eine 3. Da sagst du TÜV machen auch. TÜV mach ich. Jetzt sagst du mal einen Preis. Ich sag 6.800 Euro.
Bei 7 sage ich ja. Bei 7 sagst du schon ja? Da sage ich schon ja, weil ich will den nicht mehr sehen. Willst du nicht mehr sehen? Nee. So ein faires Gegenangebot, muss ich nicht da gebe ich direkt die Flosse drauf. Pass auf, wenn Michael okay. sagt, 7.000 Euro geht klar, komme ich wieder mit Kohle okay. und dann kriegst du auch 7.000 Euro, okay. weil das ist er wert. Okay, super. Alfie? Alles klar. Deal. Wenn so einer wie Alfred erkennt, der macht auch Händlergeschäfte oder der weiß, wie das Ding läuft, dann schnallt er einfach runter auf dieses Minimum, wo er sagt, das Geld brauche ich jetzt. Und dann, finde ich, muss man als Käufer auch wirklich ganz klar erkennen, okay, hier ist eine Grenze und auch nicht weiter ins Blinde verhandeln. Habe ich dann auch angenommen, fairer Preis, faires Auto, gab es einen Zuschlag. So, Michi, du fragst dich, was tun wir in dieser Halle? Unsere heutige Aufgabe, ja, ist es mein Schätzchen, in dem Fall eine KTM Offroad-Maschine, eine EXC, ja, auf Supermoto umzubauen. Ich habe eine Supermoto, die für die Straße in Anführungsstrichen bestimmt ist, für ein Offroad-Modell getauscht. Und dementsprechend war ich nur halb glücklich. Und um, dass ich wirklich glücklich bin, muss ich das jetzt wieder revidieren, dass ich wieder auf die Straße kann. Die Post ist da. Das ist nämlich der Jensel, der Cookie. Oh. Hallo, Cookie. Oh. Sydney. Alles gut? Ja, wunderbar. Das ist der Hallo. Michi. Michi ist unser Michi. Praktikant. Der ist 18, hat keine Ahnung von nichts und hilft uns. Nein, der ist super. Unser Mann? Ja, unser Mann. Der kann was. Der ja, kann die was. Kartons darüber. Wo steht dein Moped? Jens Cook ist der Inbegriff für chaotisch, verrückt und schnell. Auf Moped zumindest. Das ist Jens Cook. Ja, dann wir fangen an, fangt ne? mal an. Michi, komm mal her. Das kannst du jetzt hier festmachen. Jede Schraube, jede Schraube, jede Schraube. You got it. Du, ja, du nimmst jetzt hier die neue Verkleidung mal raus, trapierst die hier so hin, damit ich weiß, was ich nehmen muss. Und die alte Verkleidung verpackst du schön in dem Verpackungsmaterial, haust wieder rein. So. Zu Befehl. Aber zackig. Also der Michael, ja, der Michi, der hat da ganz komische Probleme zum Thema Schüler-Lehrer-Prinzip. Micha! Oma, Micha, ja. Jetzt kommt dein Einsatz. Du darfst die Carbon-Shell rotieren. Bitteschön. Schräubchen? Also ein bisschen mehr Begeisterung. Bitte. Du kannst Carbon Schellen. Carbon Schellen. Oh, Räderchen. So, du hast jetzt auf jeden Fall bewiesen, du kannst schrauben, ja? Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, und jetzt gehst du mal rüber. Da ist der Onkel Jean-Pierre, der hat eine Überraschung für dich. Alles klar. Danke. War mir eine Freude. Mir auch. Und viel Spaß. Tschüss. Ciao. Meister, ich habe mir was überlegt. Und zwar, was noch nie bei den PS-Profis war. Du sagst ja, du bist technisch begabt und handwerklich auch. Mhm. Was wir machen? Wir fahren mal zusammen und gucken uns ein Auto an. Ja, cool. Sache. Geil. Einmal Kehrtwendung, Autopark dahin. Alles klar. Ja, Michael wirkte sehr kompetent und da habe ich mir gedacht, weißt du was, nimm den mal mit, weil dann kann er wollte ja Eigenleistungen bringen, dann kann er direkt einschätzen, was er so zu tun hat. Dann kann ich mir noch mal ein Feedback geben, du, vielleicht übernimmst du dich da oder das ist auf jeden Fall zu schaffen. Und somit habe ich mir gedacht, wenn er selbst dabei ist, macht es am meisten Sinn. Und dann habe ich mir geschnappt und ab zum W108. Ich bin auf dem Weg zum Ponton oder Ponton. Ja, diese alten Taxi oder Limousinen quasi, die man kennt aus den 50ern. Das Ding erfüllt wirklich massig Kriterien für unser Micha. A, es ist alt. B, es schluckt wenig, weil Diesel. Und C, er kann ein bisschen basteln, weil es ist ein Restaurationsobjekt. Macht mir das Sorge, ha, bei dem Preis von 8.900 Euro kann es nicht ganz so schlimm sein. Es beruhigt mich, dass es kein Bastelobjekt ist. Von daher, das klappt schon. Ich würde mal sagen, das blaue Wunder, oder?
Leute, nehmt euch ein Beispiel. Wenn ich zum Checken komme, immer Muffin. Guten Tag. Hallo. Ich suche den Besitzer von dem netten blauen Ponten. Schon richtig, Wilfried Beinert. Ah, Sidney Hoffmann. Die sind gut? Ja, natürlich sind die gut. Ist das Auto genauso gut? Ja. Mein offenes Ohr, so ein blaues Ding drauf. Ja, das ist genauso gut wie das. Ich hoffe, es ist nicht unfreundlich, wenn ich währenddessen esse. Nein, normalerweise würde ich ihn wegmachen, aber er ist lecker. Ja, ja, okay. Kein Problem. Gut. Wie man schwer erkennen kann, er ist wirklich aus Amerika, weil das Thema, was wir immer haben, Lackierung und Amerikaner, zwei Welten stoßen aufeinander. Hier hat der Lackierer, glaube ich, er kam gerade vom Lieferanten von Farbe und hat sich gedacht, warte mal, ich habe 5 Liter Eimer. Die müssen wir relativ schnell vernichten. Hier sind schon mal 3 Liter drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal ein einfaches Modell. Woran sieht man das? An diesem Blinker. Weil die Luxusmodelle haben nämlich hier den Blinker und noch so ein Chromelement, so als Verzierung. Das Kraftwerk. Das ist geil. 50 PS. Aber nicht Ponys, sondern so große. Shetland-Ponys. Nee, das waren schon Kaltblüter. Wilfried könnte mein Vater sein. So, vorglühen. Ja. Könnte eine halbe Stunde jetzt dauern. Hast du einen richtigen Trip mitgemacht? Einmal ums Haus hier. Jetzt, wo der Motor läuft, du merkst, der Wagen lebt. Ne? Und deswegen ist es auch wichtig für den Verkäufer oder für den Käufer, dass man jemanden findet, der mitlebt und leidet auch. Ne? Bei gewissen Drehzahlen ist er geschmeidig wie eine Katze. Ne? Bei gewissen Drehzahlen, die haben wir jetzt nicht erreicht, läuft er geschmeidig. Ja? Ja, jetzt fängt es an, ja, 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 ja. Ui. Ne? Also heißt Standgas etwas höher setzen. Das ist gar kein Problem bei dem Standgas. Gute 1000. Gute. Er freut sich. Das ist wie so ein Dackel, der mit dem Schwanz wedelt. Weil er freut sich, dass ich mit ihm Gassi gehe. Das Ding lebt. Ne? Lass uns den mal ausmachen, sonst verstehe ich dich so schlecht. Ich muss das immer so schreien. Ach so. So, jetzt würde ich mich mal da drunter legen, um zu gucken, wie er so von unten aussieht. Gerne. So, was wir hier sehen, ist Rost. Ja, ist nichts Neues bei dem Fahrzeug. Zum Thema Öl und Wanne. Die sind nicht so befreundet, weil sie ölt sehr. Ja? Oh Gott, oh Gott. Boah, dankeschön. Ja, sind schwere 86 Kilo. Ja. Aber es ist ein gutes Gegengewicht, ne? Ja, natürlich. Sonst hätte es nicht einfach so gemacht hier so. In Westfalen unter 80 Kilo bist ein Embryo. Echt? Ja. Er hatte immer Wortwitz dabei. Er war immer sehr schlagfertig und wirklich sehr, sehr, sehr nett. Ein Schwachpunkt, auch die Wagenheberaufnahmen, die sind eigentlich immer durch. Ja. Also es gibt kein Proton, wo sie überhaupt noch leben oder nie neu gemacht worden sind. Eieieiei. Ja, der ganze Unterbau ist fällig, ne? Fällig? Ja. Das ist jetzt ostwestfalisch ausgedruckt. Restaurationsbedürftig. Hey, aber die Abgasanlage ist neu. Es ist alles in Ordnung, ne? Es läuft. Hier auch. Tür kaputt. Das ist mein Tipp für euch, wenn es so um alte Autos geht. Lasst immer den Verkäufer sowas wie Kofferraum aufmachen, weil wenn der Schlüssel ab ist, dann hast du ein Problem. Ja. Deswegen kann er sie übermachen. Winfried? Bitte schön. Ach guck mal, da haben wir auch einen Rest der Teppich hier. Die Innenverkleidung komplett haben wir hier. Ist ja nicht, dass wir nicht alles hier. Guck, das habe ich noch gar nicht gesehen. Sonst hätte ich das nicht gekriegt. Ein Ventil, ne? Kann man mal auf die Schnelle auch wechseln. Zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. So. Okay, das Lenkrad, das kennen wir auch von VW. Käferleute kennen das auch bei dem Elfenbeinlenkrad, dass es immer reißt. Das liegt auch daran, dass Leute immer so sitzen. Sie arbeiten mit dem Lenkrad. Sie lenken nicht nur, sondern die. Es ist ein 190D mit 50 PS. Man muss sich festhalten wegen der wegen dem Schub. Immensen Beschleunigung. Also nochmal zur Startzeremonie. Umdrehen. Ja, dann siehst du, ne? Fuel, dann zieht er an.
Und dann ziehst du. Vorglühen, Kupplung treten natürlich und einmal ziehen. Dann gleich ziehen. Nein, noch ein bisschen mehr glühen. Dann gleich. Das ist nicht Vorglühen, wie wir das kennen, sondern das ist noch Vorglühen. Im Sinne von 5 Minuten warten so ungefähr. Und dann versuchen wir es mal. Aber wir lassen es wieder sein, weil er ist noch nicht gewillt zu starten. Ein bisschen mehr Gas dann auch, ne? Dass er. Ein Gedicht. Wie eine Katze. Schnurrt wie ein Kätzchen. Wenn es noch nicht so laut wäre. Wenn man ihn startet, bebt die ganze Erde. Also in einem Umkreis von 5 Kilometern haben die alle gemerkt, ich habe diesen Motor gestartet. Also als Daily Driver kann ich mir schon irgendwie vorstellen, weil er fährt robust. Er fährt. Ja, er fährt. Der Motor macht mir eigentlich gar keine Sorgen, weil der nagelt einfach vor sich hin und das macht er mit Sicherheit auch noch 5 Millionen Kilometer weiter. Bremsen tut er. Aber er zieht nicht nur leicht, er zieht massiv nach links. Lieber Michael, um dieses tolle Gefährt auf die Straße zu bringen mit TÜV, musst du noch einiges an Kohle reinstecken. Unterboden, Schweißarbeiten, Reparaturbleche brauchen wir ungefähr zwischen 500 und 1000 Euro. Ich würde sagen, über den Daumen vorne und hinten Bremse liegen wir auch bei guten 800. Ja, vielleicht auch 1000. Sind wir bei 2000 Euro. Dieses Fahrzeug kostet 8900 Euro. Plus 2000 sind wir bei 10,9. Sind wir mal locker 2,9 über Kurs. Jetzt müssen wir einfach uns so pfiffig wie wir sind einfach herantasten beim Winfried. Winfried, jetzt geht's hier Tacheles. Also, 8,9 willst du haben. Ich sag jetzt mal einen Preis und damit kommen wir klar. Musst du vorsichtig sein, wenn ich Herzinfarkt kriege, dann. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm? Nö, dann nehme ich ihn so mit. Wir machen es kurz und schmerzlos. Boah, der ist so flauschig. Was hältst du von der Marke 6? Ja, als Anzahlung finde ich das super. Jetzt müssen wir erstmal, die Grundhaltung muss erstmal geöffnet werden, ja? So, kleiner Junge, was ist jetzt los hier? Meine Fresse. Weil das so ein schöner Nachmittag war, kann ich mir vorstellen, dass 8000 Euro ein fairer Preis ist dafür. Wir wären Freunde bei 6, das weißt du. Bei 8 sind wir keine Freunde mehr. Dann lieber keine Freundschaft. Ne? Ich bin im Auftrag der Glückseligkeit unterwegs. Ja. Ne? Ja. Ich möchte dich glücklich machen, ich möchte mich glücklich machen. Nur das. Nein, da kannst du eine Stunde noch reden oder sowas. Also 8000 ist Deadline. Das ist auch eine gute Taktik. Die fahre ich ab und zu auch. Ja. Aber die zieht nicht. Nicht bei mir. So, pass auf. 8. Damit kann ich nicht nach Hause kommen. Da werde ich getriezt, werde ich da. Da werde ich gesteinigt. Aber, da werde ich gelyncht. Ja, aber ich wollte. Möchtest du, dass ich alles gelyncht habe? Nein. Gib mir was unter 8. Nee, jetzt kommen wir nicht mit 7,999. Es ist, wenn du mal schaust. Ja, okay, realistisch sind. 7,5. Nein. Hm? 8000, sonst bleibt er hier stehen. Du musst überlegen, da müssen halt 2 rein. Jetzt teilen wir uns das mit einem Tausender. 1000 du von den 2000 und 1000 der Micha. Dann kommen wir auf summa summarum auf 7,9. Mein Herz. Okay, pass auf. Wenn ich den überrede, hier das Auto zu kaufen, dann kommen wir mit 7,9. Ja, 7,9, okay. Siehst du, geht doch. Wenn ich wiederkomme, dann gibst du mir noch Muffin, ne? 2 kannst du auch kriegen. Aber denk an deine Figur, ne? 7,9 zum Ende hin mit diesem Budget im Rücken von 8 war nicht glücklich. Weil ich muss ja, um den TÜV mäßig bzw. als Daily Driver hinzustellen, musste ich da mindestens 1,5 bis 2.000 Euro reinstecken. Und das würde ja das Budget maßlos sprengen. Und somit war das nur halb gewonnen. So, du fragst bestimmt, wo wir hinfahren, ne? Ja. Wir beide fahren nämlich jetzt zum W108 zusammen. Und dann gucken wir mal, wie du es einschätzt. Ich finde, wenn du selber Hand anlegen willst, macht es eh mehr Sinn. Dann kannst du wirklich mehr sehen, was da so los ist. Ja. Aber ich denke, wir beiden, 4 Augen sehen eh mehr, werden schon einschätzen können, wie gut der wirklich ist. Ja.
mal sagen, das sieht stark nach dem Nachfolger von W111 aus, ne? Ja. Ein 108er. Es ist für den Einstiegsschrauber sehr schön. Es ist sehr überschaubar. Die Technik ist sehr simpel. Wenn sie einigermaßen gepflegt sind, bringen sie gute, solide Bleche mit, sage ich mal. Wenn Bleche noch vorhanden sind und keine Rostlöcher. Und es ist ein schön fahrbares Auto. Du bist Angelo. Ich bin der Angelo. Hi, Jean-Pierre. Pierre. Hi, Michi. Der Michi. Grüß dich. Ja, also nicht irritieren. Michi und ich gucken das Auto zusammen an. Auto ist aber eigentlich für Michi. Ich. Ja. Ja. So, Michi, wir gehen hier zusammen. Ja. Ich würde sagen, du gehst mal auf die kleine Reise und Angelo und ich, wir werden mal ein bisschen dickere Freunde. Alles klar. Okay. Michi mal so ein bisschen hier. Angelo, was sagst du? Was soll ich sagen? Willst du Hände. Ja? Wie viele Hände hat der Wagen? Ich zähle nicht, bin nicht eingetragen. Okay. Im Rief. Mhm. Ein Reifenhändler irgendwo aus Arabien. Aber der wohnt hier in Deutschland. Und ein Holländer, wie so viel ich weiß. Also zwei, meines Wissens. Du hast ihn nicht zugelassen? Nein. Also wir haben einen arabischen Reifenhändler? Ja. Und einen Holländer? Und einen Holländer. Ist jetzt... Geht so, ne? Multikulti. Ja, also der arabische Reifenhändler ist jetzt nicht so positiv. Und ein Holländer im Brief, ne? So sage ich nichts. So, Angelo ist schon tatkräftig. Boden ist raus. Gucken wir uns mal an, ob es noch der originale Boden ist. Der ist es auf jeden Fall noch. An sich sieht das auch alles noch wirklich in Ordnung aus. Im Vergleich zur Außenkarosserie auf jeden Fall viel, viel besser. Michi, was hast du? Ja, ein bisschen Flugrost, oder? Genau. Wenn sowas knirscht, wenn man hier schon hört, wenn man gegendrückt, dass das komische Geräusche von sich gibt, Pfoten von lassen, weil die Reparatur ist teuer. Oder, Michi? Ja, außer man macht selber. Außer Michi macht selber. Das Allerwichtigste ist, wenn du so ein Auto anguckst und das nächste Mal allein unterwegs bist, ne? Nicht verlieben in so ein Auto. Ganz neutral gucken und vor allen Dingen Verkäufer, ne? Wenn er so kippt, siehst du, wie er guckt da hinten? Ne? Nie signalisieren, dass du das Auto gut findest. Ja. Angelo, ist aber nicht so gut, der Wagen, ne? Was ist hier mit dem ganzen Rost auf der Karre? Gibt's gratis dazu. Gratis dazu? Der ist ihm irgendwie zugerollt, sag ich mal. Weil der hatte auch wenig Zuneigung zu dem Auto, weil die meisten Leute, die sowas verkaufen, verbinden da so eine kleine Story mit oder die machen das öfter oder haben wirklich Ahnung davon. Und es hätte auch genauso gut ein Fiat Uno sein können. Das war dem komplett egal. Also das war jetzt aus Zufall ein W108. Was aber auch vom Vorteil sein kann, weil er nicht ganz einschätzen kann, wie viel Wertigkeit oder wie viel Wert hinter so einem Auto steckt. Wir haben einen 280er, den fährst du mit 12 Litern, oder nicht? Oder nicht. Oder nicht. Kommt, das stimmt. Was hast du verbraucht? Ja, 14, 15. 14. Okay, sowas kann immer eine Vergaser-Einstellung sein, weil an sich mit einem gut eingestellten Vergaser, ist ein Registervergaser von Zenit, kann man das Auto auch wirklich mit 12, 13 Litern auf jeden Fall bewegen. Ich denke mal, da müsste man nochmal gucken, was im Vergaser los ist, weil 15, 16 Liter, ist schon relativ viel. Mach mal, hau auf. So ein Motor kriegt man an sich auch nicht klein. Kaputt geht, tun die an sich nicht. Läuft auch an sich sehr schön, sehr ruhig. Michi, was hatten so deine Reise ums Auto gesagt, karosseriemäßig? Ja, wie gesagt, der Rost ist da, ne? Allerdings, so was mir aufgefallen ist, eigentlich nur hinten Schwellerendspitze. Wollen wir zusammen gucken? Können wir machen. Kannst du mal eben ausmachen, Anjo? Und die Türkante. Solche Stellen hier sind typisch gerade für so eine, wo so eine Leiste draufkommt, weil es halt der Lack arbeitet viel, das Gummi ist dagegen gedrückt, hier wird viel gegengeschraubt. Das ist halt relativ viel Belastung. Wenn so eine Roststelle auf der Fläche kommt, ist es eigentlich eher selten. Sowas zu beheben ist... Kriegst du das hin, Michi? Ja, wenn man das ordentlich rausschleift, ein bisschen verzinnt, denke ich, ist das gut. Genau. Man sollte nicht anfangen zu spachteln, weil halt Spachteln auf so einem alten Blech, wenn das sich halt verzieht, springt das alles auf. Und das sieht man auch oft bei solchen Oldtimern, dass dann so ganz große aufgeplatzte Stellen sind. Michi sagt verzinnen. Verzinnen ist absolut das Richtige, wie man da rangehen sollte, weil der Zinn halt dieselbe Temperatur annimmt wie das Blech. Und somit hat man halt eine bessere Verbindung zu dem Originalblech und zu der Reparaturstelle.
und somit hält es auch länger. Na klar, ich meine, Türen, gleiches Spiel überall. Ne? Hier, das ist eine mit von den schlimmsten. Da hält der Rost die Dichtung. Ja, ist aber auch wirklich eine typische Stelle für so ein Auto. Klar, vor allen Dingen bei alten Mercedes, ein Türkanten. Genau, genauso wie diese Stelle ist auch sehr, sehr typisch bei so einem alten Mercedes. Und da hat auch schon einer bei. Drück mal dagegen, Michi. Guck mal, ob das bitte... Ja. Ich denke, damit lässt sich auch noch arbeiten. Ja? Ja. Hm. Du musst es nachher machen. Ich fahr. Okay. Wenn das so ist. Wie alt warst du? 18. Natürlich fahr ich. Hörst du das? Das ist so eine leichte... Nein, ja, der läuft ganz leicht unrund. Ne? Scheint eine Vergaser oder Zündung irgendwas. Ne? Das hört sich an nach Zündung. Wenn der Rrrrn macht. Wenn es der Vergaser wäre, würde er so ein bisschen... Der Lauf wäre gleichmäßiger, aber die Annahme wäre schlecht. Aber wenn du Rrrrn hörst, läuft ja einer der Zylinder nicht mit. Sonst kommt das Geräusch ja kaum zustande. Was ist los? Wo wollt ihr hin? Keine Anschneller. Kannst du mal ein bisschen Druck aufbauen hinter der anderen Scheibe? Das war das Käferfeeling. Kurz vor der Scheibe. Nee, das gefällt mir gut. Motor ist komischerweise verdammt dicht, ne? Eher Simmering hier hinten, ja. Der so ein bisschen Ärger macht. Getriebe allgemein. Ja, auch wenn unser W108 sehr, sehr gut dasteht, die klassischsten Stellen für so einen alten Mercedes hat er natürlich auch hier kaputt gehabt. Und zwar die Endspitzen, die unten unterm Rahmen, die sind eigentlich fast immer durch. Warum sind die immer durch? Ihr müsst euch überlegen, wir fahren mit diesem Auto 200.000 Kilometer. Die Steine fliegen genau hier gegen. Und all dieser Unterbodenschutz, all diese Korrosionsschutzschichten, die auf dem Blech drauf sind, sind an dieser Stelle einfach weg. Hier wurde was gemacht, hier wurde auch was geschweißt, hier wurde auch ganz dicht Unterbodenmasse oder fast so eine Art Silikon-Karosseriedichtmasse zwischen gemacht, was natürlich nicht so gut ist. Man weiß nicht, wie gut der Zustand darunter ist. Weil diese Karosseriedichtmasse kann auch sehr schnell irgendwelche Mängel verdecken, weil du gehst so drauf, das knirscht nicht, sieht gut aus, ist heile, aber oftmals geht es darunter weiter. Ja. Das heißt, das müssen wir in Kauf nehmen, das musst du auch machen, Meister. Klar. Viel Arbeit. Angelo. Und? Da meine Blume. Wie ist es? Genau. Auto steht noch, Auto brennt nicht. Alles ist sexy. Was wolltest du haben für das Ding? 6.500 Euro? Für das Auto? Ist ein bisschen viel. Ich mach dir ein Angebot. 3.000 Euro. Ach. Weil Chrom nicht mehr gut, relativ viel Rost, unten drunter auch, Rostvergaser sind nicht mehr so gut. Und allgemein Zustand ist, würde ich mal sagen, so. Guck mal, Michi ist ein junger, ein armer Schüler, hat ein Herz für Autos mit Rost. Komm, 3,5 Mille. Nee, du, komm mal gar nicht drauf. Angelo. Mach mir ein vernünftiges Angebot und dann... Vernünftiges Angebot, 4,5 Mille. Das ist wirklich, das ist vernünftig. Das ist von mir ein großer Sprung nach vorne. Aber wir sind uns einig, dass die 6,5 unrealistisch sind. Kann schon sein, ja. Kann schon sein, aber juckt mich nicht. Wenn ich im Netz rumgucke, kriege ich auch Autos für 3. Die sind schlechter. Aber Hand anlegen muss ich hier auch. Bleche reinschweißen muss ich auch. Ob ich dann ein, zwei Bleche mehr mache oder nicht, wo ist der Vorteil? Willst du die Karre wirklich haben? Wir können zum nächsten fahren. Ich würde sagen 4,6.
Nicht wirklich, nee. Angelo. Nee, kann ich dann ist das Auto weg. Leg noch ein bisschen was drauf und dann... Ja, maximal 5. Und dann ist wirklich ähnlich. 4,8. Muss schon eine runde Zahl sein. Runde Zahl? Mach eine runde Zahl und dann... Kann ich auch, 4. Ich hätte trotzdem gerne 5 davor. 5.000. Wenn du 5 vorne haben willst, kann ich. Und ich hab's nur mit Zahlen. Also ich mache um 5, da komme ich gerade noch mit klar, dann machen wir 0, 0, 0, 0, 0. Cool? Ja, komm. Hand drauf? Hand drauf. Alles klar. Punktlandung. Besser ging nicht. Ich würde sagen, ja, wir haben uns zwei andere Autos, die gucken wir uns an. Und im Notfall haben wir die 5 Mille hier sicher. Ja. Angelo, hältst du den Wagen noch warm? Mach ich. Okay, wir fahren los. Cool. Alles klar. Was hast du, die Pfanzen? Ja, war im Prinzip, war recht ordentlich, klar, hatte seine Stellen. Ne? Genau. Haben wir beide gesehen, muss was dran gemacht werden, aber ich denke, das hält sich alles so weit im Rahmen. Aber du denkst, du kriegst hin, was kaputt war? Denke ich schon. Okay. Ja, pass auf, fahren wir zurück, gucken uns mal die anderen Autos an, die wir noch haben. Und dann musst du dich entscheiden. Würde ich auch sagen. Ja. Du buchst Karten? Servus. Hi. Alles gut? Ja. Ich würde auch sagen, alles ist gut, alle drei Autos sind gut. Und ich bin gespannt, was du nimmst. Aber trotzdem zeigen wir nochmal, was wir wirklich zur Auswahl haben. Es geht los mit dem Mercedes-Benz 350 SLC. Wenn du an einem Strich 8 schon lange basteln warst, ist der Junge für dich ein Kinderspiel, sag ich mal. Ja, wir folgen mit einem Exoten in der Mercedes-Benz-Reihe, W121. Gelandet bei 7,9. Mhm. So, mit deiner Eigeninitiative bzw. Eigenarbeit kommst du da auf jeden Fall sparsam um die Ecke mit dem ganzen Auto und hast bestimmt auch Spaß. Ja, genau. Finde ich auch. Weiter geht's mit einem Mercedes W108. Jetzt hast du alle drei vor dir liegen. Alle drei sind gut. Entscheide. Der Ponton, der ist zu alt und da ist mir dann preislich gesehen, komme ich da glaube ich zu weit nach oben, wenn ich da viel dran mache. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei Kollegen. Großer Motor, kleiner Motor. Das große Problem bei dem SLC ist der V8, weil der säuft halt ziemlich. Und ich glaube, deswegen wird die beste Entscheidung wird sein, der 108er in Verbindung mit ein bisschen Eigeninitiative. W108 soll es sein? Genau. Pass auf, wir beide schwingen uns wieder in den BMW und holen ihn ab. Alles klar. Auf geht's. Also bei Michi habe ich überhaupt kein schlechtes Gefühl. Das kriegt er wirklich hin. Und wenn er es nicht hinbekommt, denke ich mir, wird sein Freundeskreis ihm schon erlauben, das irgendwie gedeichselt zu bekommen. Also ich mache mir da gar keine Gedanken. Michi? Danke. Viel Spaß. Gerne. Und lass alles, wie es ist. Mach ihn schöner. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, es wird mir gelungen. Aber ich vertraue dir. Du kriegst das denke ich auch. Mach gar keine Sorge. Alles klar. Viel Spaß, Michi. Ciao. So, ich rufe mal Sydney an, wo der bleibt. Ich habe nämlich so ein bisschen Hunger. Na, meine kleine Frikadelle? Ja? Du isst Frikadellen? Wo bist denn du? Bei der Inge? Ja, ich mache mir auf den Weg. Sind keine Frikadellen mehr da?